Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Oh ja, ist immer was los. Der König ist gerade im Rückzug und möchte nicht gestört werden. Er ist nicht allzu sensibel, nein, er will seine Macht zeigen. Außerdem ist er sehr nachdenklich über alles, was die Herzensangelegenheiten betrifft. Nicht nur die liebe Partnerschaft, sondern all das, was ihn begeistert. Aber er lässt es nicht zu, dass anderen einmischen in seinen Angelegenheiten. Oh, die Königin ist auch unsicher. Wie soll sie damit umgehen? Was darf sie sagen? Oder ist es besser, gar nichts sagen? Manchmal ist es klug. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Passt ganz genau auf die heutige Stimmung. Und genau das, was die Königin beschäftigt. Sie weiß nicht, wie sie ankommt. Soll sie etwas vermitteln oder es ist besser, nichts zu sagen? Abgesehen davon, die Königin hat gerade ein gutes Gespür und sie weiß ganz genau, es wird viel getratscht im Königshof. Ja, wie soll sie damit umgehen? Wenn sie das verletzt, dann verliert sie die Ruhe. Und das lässt eine Königin nicht zu. Sie bewahrt ihre königliche Haltung, aber beobachtet die Geschehen. Es ist auch sehr wichtig, dass sie Bescheid weiß und bewahrt ihre inneren Ruhe. Das gibt ihr auch Kraft. Im Königreich gibt es einige Ungerechtigkeiten, und viele Menschen sind damit auch emotional betroffen. Und das wird in die nächste Zeit nicht besser. Die meisten Menschen können damit rechnen, dass kommen weiteren Lügen und Intrigen, Täuschungen, Vortäuschungen oder sogar Betrug. Aber zum Glück gibt es auch Unterstützung. Und es wird auch in Ordnung gebracht. Eine gute Nachricht habe ich auch. Es ist eine schöne Liebesenergie. Der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin treffen sich jetzt. Und in diesem Liebe, in dieser Beziehung wird etwas in Ordnung gebracht. Und das braucht die schöne Prinzessin schon. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnung. Sonne hat heute keine Verbindung. Der König möchte alleine sein. Aber es ist eine sehr kraftvolle Energie, Sonne im Löwe, und bekommt einen Einfluss von Regulus. Regulus ist eine von den königlichen Sternen, der Stern der Könige, der Herz der Löwe, und diese Macht verspürt der König. Und ihn beschäftigt die Herzensangelegenheiten. Es ist nicht nur die liebe Partnerschaft, sondern all das, was ihn begeistert. Heute bilden sich Mond und Merkur ein Quadrat. Es ist eine Herausforderung. Es ist schwierig, etwas mitteilen, ohne die andere zu verletzen. Oder möglich ist es auch, dass jemand sagt uns etwas und wir selbst fühlen verletzt. Weitere Enttäuschungen sind zum Erwarten. Es nähert sich ein Jupiter- und Neptun-Verbindung, auch ein Quadrat.
ist immer eine Herausforderung. Mond bildet sich ein Trigon zum Saturn und das zeigt die innere Stärke, die Königin. Also wir lassen uns nicht alles gefallen. Worauf wir heute achten sollen, was sollen wir sagen, wie sollen wir das formulieren und ob wir überhaupt etwas vermitteln sollen. Mars und Venus stehen schon in Orbisbereich und bilden sich einen sogenannten Konjunktion. Die beiden Liebesplaneten treffen sie sich und das in Tierkreiszeichen Löwe. Es ist ein Treffen, es ist eine starke Liebesenergie und mit dieser Verbindung können wir gerade einiges klären in die Liebe, Partnerschaft. Und das war die Quelle meiner Geschichte. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.